Hallo und herzlich willkommen zum Wetter für Deutschland. In Zusammenarbeit mit Stormchaser, Protection Center, Gewitter- und Unwetterreporter für Deutschland. Wir grüßen Sie und grüßen euch. Zunächst einmal möchte ich mich bedanken für das schöne Bild vom Alexander. Tolle Aufnahme. Und wenn ihr auch Bilder habt, lasst sie mir gerne zukommen. Unten in der Laufleiste steht es drinnen, entweder über E-Mail oder auch könnt ihr gerne über X zukommen lassen. Und damit kommen wir zum Wetterbericht für heute, Freitag, den 8. November 2024. Zur Vorhersage. Am Freitag meist zäh oder sogar ganztägiger Nebel oder Hochnebel. Vereinzelt etwas Regen. Vor allem in den höheren Lagen des Südens, westlich des Sauerlands und später auch in Sachsen. Nebelauflösung und Sonne. Höchstwerte je nach Sonnenschein zwischen 6 und 14 Grad. Schwacher Richtung Nordwesten auch mäßiger Wind aus Ost. In der Nacht zum Samstag in der Nordwesthälfte oft Nebel oder Hochnebel, lokal Nieselregen. Minimal 6 bis 2 Grad. In der Südhälfte teils stark bewölkt, teils klar und nur gebietsweise Nebel. Meist weitgehend trocken. Tiefstwerte je nach Bewölkung von 5 bis minus 2 Grad. Die Aussichten für den Samstag. Am Samstag in der Südosthälfte nach Nebelauflösung, neben Sonne auch durchziehende Wolkenfelder und trocken. In der Nordwesthälfte weiterhin vielerorts neblig trüb, örtlich Sprühregen. Höchstwerte im Dauergrau 6 bis 10 Grad, sonst milde 10 bis 16 Grad. Schwacher Wind aus Ost bis Südost. In der Nacht zum Sonntag Ausbreitung von Nebel und Hochnebel, klarer Himmel vor allem im Bergland und teilweise im Osten. Dort leichter Frost, sonst Tiefstwerte von 6 bis 0 Grad. Die Aussichten für den Sonntag. Am Sonntag im Südosten und Süden sowie in höheren Bergland viel Sonne, nur in den Flussniederungen Dauernebel. In anderen Landesteilen oft hochnebelartig bedeckt, abgesehen von Sprühregen meist trocken. Die Höchstwerte erreichen 6 bis 14 Grad, schwachwindig. In der Nacht zum Montag meist Nebel oder Hochnebel und regional etwas Sprühregen. Im Verlauf der Nacht im Nordwesten Bewölkungsverdichtung, nachfolgend etwas Regen. Die Tiefstwerte zwischen 8 bis 1 Grad, vereinzelt leichter Bodenfrost.